Die haben wieder Munition. Oh, scheiße. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Du schaffst das. Ich will nicht. Okay, da stand was. Wie macht man das? Okay. Also der gepanzerte Typi ist ganz schön heftig. Ich hatte es nicht erst gecheckt, dass man mit Umschalttaste hier ausweicht. Darum hat das ein bisschen länger gedauert, aber es ist das Endergebnis, was zählt. Wir müssen wieder nachladen. Uns gehen die Waffen aus, die Munition. Okay. Und erstmal hier Munition auffüllen, den Schrank aufbrechen. Ja, mal gucken, hier ist bestimmt dann auch bald wieder ein Lager. So erstmal nicht. Also geht's weiter nach oben. Hier ist nichts, nichts. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Türe, die machen wir auf. Was erwartet uns hier? Nochmal ein Fundstück. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Okay, und dann sollen wir noch die versteckte Info suchen. Das hier. Eine deutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Okay. Sind wir hier oben? Aber dass hier jetzt auch nicht weitergeht, bedeutet das noch weiter nach oben. Okay, weiter oben. Funkturmlager entdeckt. Das hört man doch gerne. Und hier haben wir noch ein Tagebuch. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren.
Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Forschung. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Ja, ich denke mal, das werden wir im Laufe des Let's Plays schon herausfinden, denn immer mehr stückeln sich die Puzzleteile zusammen. Okay, wir müssen darüber klettern auf den Funkturm. Ich gucke jetzt aber nochmal, ob ich etwas verbessern kann. Fähigkeitenpunkte haben wir keine. So, was kann man an der Ausrüstung verbessern? Bogen geht gerade nichts mehr. Moment, ich möchte einmal zurück, bitte. Okay, wir haben 2 von 5, sowohl beim Bogen als auch bei der Handfeuerwaffe. Ich muss sagen, mir gefällt das Gewehr ganz gut. Ja, wir werden das jetzt benutzen. Dadurch haben wir jetzt wieder kein Material mehr für was anderes, aber das macht nichts. Das finden wir einfach wieder. So, wir waren am Lagerplatz und ja, auf geht's, der Funkturm. Okay, das war ja leicht. Na, so stabil sieht das Teil nicht mehr aus. Aber schon sagen, die Aussicht ist faszinierend. Aber es geht immer weiter nach oben. Wow. Fantastisch. Also ich finde es echt, echt gut. Ach Lara, sei doch nicht so schreckhaft. Da muss ich mich auch erschrecken. Oh Mann, gleich kommt irgend so ein Event. Ich sehe es schon. Oh nein! Nicht nach unten gucken. Das war keine gute Idee. Und es geht noch höher. Okay, wir gehen weiter. Und weiter. Ja. Wow. Hey, hey, hey. Komm schon, Lara, du hast es fast geschafft. Unbeschreiblich, also die Aussicht, fantastisch. Was soll ich eigentlich drehen?
Okay. Für mich klang das nicht wirklich klar, aber wenn ein Spiel sagt, das ist klar genug. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Zünd was an, Lara. Benzin, Flammen, das kriege ich hin. Genau, wir zünden was an. Okay, da soll ich jetzt, ja, wir springen da runter. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Bogen? Weil das sieht hier nicht friedlich aus. Also ich werde jetzt hier erstmal da drüben noch in dem Lagerhaus gucken, was da ist, bevor ich hier die Treibstofftanks aufmache. Also irgendwas ist hier nicht ganz okay. Ich meine, hier liegen ganz schön viele Leichen. Was habe ich gefunden? Okay. So sollte es gehen. Ach, ich kann jetzt überall eine Fackel anzünden. Das ist ja auch mal was. Es scheint so aus, als wäre hier sonst nichts, aber... Wo geht's denn dann weiter? Ich meine, das wäre ja auch noch wichtig zu wissen. Naja, dann stemmen wir hier mal die Treibstofftanks auf. Und wie gehe ich jetzt hier wieder weg? Oh nein. Nein. Das ist nicht sehr vertrauenserregend. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Kommt da noch mehr? Da oben ist eine Hütte. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Okay, wo ist der Pilot? Also hier gibt es auf keinen Fall einen Weg runter, so müssen wir da machen. Durch die Bretter durchgefallen. Okay, weiter geht's. Greift das noch weiter alles zusammen? Lara, du machst alles kaputt. Schieß, Lara! Das ging dieses Mal wesentlich schneller. Also der Pilot ist damit hinüber. Hier können wir noch ein paar Pfeilchen nehmen. Oder auch nicht, weil wir voll sind. Aber das heißt, wir müssen jetzt einfach... Ja, wir können einfach eine Fackel anzünden und so Sachen mitnehmen. Kriege ich die Fackel auch wieder weg? Ein Lager? Sehr schön, wir haben einen neuen Lagerplatz gefunden. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs.